Also bei unserem neuen Rundgang zum Fest der Freude ist die Zielgruppe, sind alle eingeladen, aber vorwiegend sprechen wir die jugendliche Zielgruppe an. Also uns ist wichtig, dass wir eben beim Rundgang eben vermitteln den 8. Mai, die Geschichte, die Bedeutung des 8. Mai, historisch gesehen auch die Befreiung, aber auch, was war nach 1945 mit dem Totengedenken und der Betrauerung der Niederlage der deutschen Wehrmacht durch Rechtsextreme und Ewiggestrige, aber auch das zivilgesellschaftliche Engagement dagegen, die gefordert haben, eben, dass der Tag, der 8. Mai, ein Tag der Freude ist, bis hin eben zum Fest der Freude, aber auch eben, was die Bedeutung, die Geschichte vom Heldenplatz, die Denkmäler, aber auch die Verwendung in heute, wie zum Beispiel Prinz Eugen, der auch von rechtsextremen Gruppierungen wie den Identitären heute noch verwendet wird. Wir schauen uns an, welche Denkmäler sind am Platz, welche sind rund um den Platz, wie das Denkmal der Opfer der NS-Militärjustiz oder des Republiksdenkmals. Also uns ist wichtig, dass Sie einerseits dieses historische Wissen mitnehmen, aber auch den Appell für Zivilcourage heute und aber auch den Bezug zu ihrer eigenen, also zu ihrer eigenen Lebensrealität mitkriegen in dem Rundgang und warum dieses Wissen für Sie auch wichtig ist.